Ganz herzlichen Dank. Tatsächlich sind wir nochmal hier runtergegangen und sind jetzt beim Bezirk Niederbayern. Und bei mir sind Anton Piermaier und Stefan Hinsken. Und beide haben natürlich jetzt sozusagen die Option, gleich zu wählen. Aber beide haben ja auch erstmal bewerten müssen, was sie hier gehört haben als Bewerbungsrede. Inwieweit hat sie das beeindruckt hier? Also mein Eindruck war sehr, sehr gut. Was mir sehr gut gefallen hat, das war, dass er einfach die Basis auch mit einbeziehen will. Und ich denke, man hat ihm das wirklich abgenommen. Es war sehr überzeugend. Also Sie kennen ihn ja auch alle schon lange hier, schon eine lange Parteikarriere. Da wartet man ja auch so ein überraschendes Moment. War was Persönliches drin, was Sie besonders gepackt hat? Ja, letztendlich seine eigene Historie, als er erzählt hat, als er zur CSU gegangen ist, wie das Ganze sich entwickelt hat, dass er seine ganze Parteikarriere mitgemacht hat und damit auch alle Stufen kennt. Was es heißt, in einem Ortsverband zu sein, in einem Kreisverband, er weiß es ganz einfach. Und damit nehme ich ihm auch ab, welche Pläne er mit der CSU vorhat. Was kann er denn besser als Herr Seehofer? Ich denke, über 10 Jahre hat Horst Seehofer sehr gute Arbeit geleistet. Aber es ist jetzt einfach auch die Zeit, dass man wieder neue Ideen mit einbringt. Und Markus Söder ist wirklich tatkräftig und ich denke, er wird unsere Partei in eine gute Zukunft führen. Welche neue Idee trauen Sie ihm zu? Ja, letztendlich uns in eine Zukunft zu führen mit einer jüngeren Mannschaft, das er immer wieder auch propagiert und auch macht. Und ich denke auch, dass er das auch entsprechend umsetzt und eine Politik tatsächlich, wie es auch Horst Seehofer gesagt hat, wieder ganz nah am Bürger, das ist auch ganz wichtig. Das hat man in der Vergangenheit nicht immer wahrgenommen, aber ich nehme es ihm auch ab, dass er das entsprechend näher bringt. Okay, nah an den Bürger. Sie beide haben jetzt auch eine Aufgabe, eine Delegiertenaufgabe, nämlich zu wählen in der Tat. Es gibt keinen Gegenkandidaten, das wurde gerade abgefragt. Wagen Sie eine Prognose, 90+X, ja? Ich bin bei 92%. Ich traue mich drüber, 95. Alles klar, wir werden schauen, was kommt. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Eindrücke hier vom Bezirk Niederbayern. Gehen wir nochmal hoch zu Doris Müller.